Wir haben uns ja für das Podcast-Format entschlossen, weil das eben ein Medium ist, was sehr viele Menschen erreicht und gleichzeitig vergleichsweise einfach zu realisieren ist. Ich denke, das Podcast-Format ist halt eben sehr variabel und da können halt wir alle irgendeine Form für uns finden, wie wir uns am besten ausdrücken. Eine große Schwäche von dem Fehlen von den vielen unterschiedlichen Medienprojekten ist, dass auch einfach diese Synergieeffekte unter dem Podcast fehlen. Richtig. Falls ihr dieses Projekt liebt und auch die Schlagrichtung, in die wir eben gehen, mit dem Aufbau von solchen Medienprojekten auch gut finden, dann ist eigentlich das Beste, was ihr machen könnt, um dieser ganzen Entwicklung mitzuhelfen, selber aktiv zu werden, selber Projekte zu starten. Tag auch. Willkommen bei Über Tage, dem anarchistischen Podcast. Heute in der 73. Folge sprechen wir mal so allgemein über Podcasts, über Ideen für vielleicht euer Podcast-Projekt oder für ein vergleichbares Projekt wie dem unseren. Da wollen wir ein bisschen über unsere Erfahrungen sprechen, über ein paar technische Punkte, wie wir das realisieren und so ein paar Gedankengänge, die wir uns machen darüber, was vielleicht auch ein zukünftiges Projekt noch sein könnte, was du, der du das gerade hörst, spannend finden könnte. Und das ist vielleicht auch einfach eine Folge, eben wenn ihr überlegt, so ein Projekt zu machen, die ihr euch dann mal anhören könnt, wovon ihr euch bereichern lassen könnt und die euch helfen kann, vielleicht einen Startpunkt auch da zu finden. Wir starten direkt durch, würde ich sagen. Vielleicht zu Beginn erstmal sprechen wir darüber, was es denn so für unterschiedliche Podcast-Projekte geben kann, weil unser Podcast ist ja erstmal ein sehr spezieller, so wie natürlich auch jeder Podcast eine spezielle Ausrichtung hat. Und ja, wir denken natürlich erstmal vom Ausgangspunkt her, dass, um möglichst viele Menschen zu erreichen, wir ganz unterschiedliche Medienprojekte im Prinzip brauchen. Und was haben wir da für Ideen, Joshua? Ja, da muss man direkt sagen, du hast es ja gerade schon angesprochen, eben, was brauchen wir für Medienprojekte? Aber das ist ja auch wirklich was, was man all jenen euch sagen kann, die ihr uns ja wirklich häufig eben die Frage stellt, wie könnte man das jetzt genau wie ihr machen oder sich dann an uns orientieren? Es gibt einfach neben der Notwendigkeit auch ganz unterschiedliche Fähigkeiten, die man eben hat. Bei uns funktioniert das einfach in diesem Zweispiel sehr gut und das ist ja auch wirklich eine beliebte Form des Podcasts. Das, was wir machen, könnte man sagen, ist halt dieser klassische Duo-Talk-Podcast zu eben einem Thema, wo man das durcharbeitet. Wir verbinden das dann noch in vielen Folgen auch mit so einer Art inhaltlichen, geschichtlichen Aufarbeitung von vielen Themen, wie man es dann vielleicht häufiger im Öffentlich-Rechtlichen findet. Ansonsten gibt's auch noch gerade eben im linksradikalen oder im anarchistischen Podcast-Spektrum auch noch andere Formen. Ein Beispiel für so eine Art Interview- und Gast-Talk-Podcast wäre dann eben 99:1, wo man das dann eben darüber realisiert, dass man sich immer Gäste ins Boot holt. Dann gibt's aber auch noch die sehr beliebte Form von Leuten, die eben primär streamen, das dann aber auch eben als Folge hochladen, wo 99:1 zum Teil dann eben auch reinpasst. Und dann gibt's ja auch noch Formen von Podcasts, die nicht so populär sind wie jetzt diese anderen Formate, die es aber auch durchaus gibt, beispielsweise inhaltliche oder historische Texte zu vertonen. Das gibt's sehr viel von eben anarchistischen Gruppen, aber auch von beispielsweise Anarchie und Cello. Ja, Anarchie und Cello ist da auf jeden Fall ein gutes Beispiel. Ein bisschen weggehen von Podcast an sich, aber was natürlich auch weiterhin noch in dieser Kategorie auch bezeichnet werden kann, ist dann das, was noch Aktion und Alltag macht, was dann aus, ja, so einer anarchosyndikalistischen Perspektive YouTube-Videos im Prinzip sind, die man aber auch als Podcast teilweise hochladen könnte, denke ich, und wo er einfach zu verschiedenen Themen sich dem inhaltlich auch dann nähert und diese behandelt oder Erfahrungswerte von zum Beispiel irgendwelchen Besetzungen oder so teilt oder Arbeitskämpfen. Und ich denke, es ist ja klar, dass mit jeder neuen Person, die ein Podcast-Projekt angeht, nochmal ein anderes Milieu an Leuten erreicht wird und dass auch jede Person so einen eigenen Drive eben da reinbringt. Und es gibt, denke ich, ganz, ganz viele Bereiche, die überhaupt nicht ausgefüllt sind oder auch gar nicht ausgefüllt werden können. Ich meine, so offensichtliche Sachen wie, dass Podcasts aus einer bestimmten Perspektive berichten, die wir beide jetzt als Beispiel gar nicht haben können. Sei es jetzt aufgrund von beruflicher Erfahrung, also wenn es jetzt zum Beispiel, ich pick jetzt mal irgendwas Willkürliches raus, ja, wenn es zum Beispiel einen Podcast geben würde aus der Perspektive
von einem Menschen, der im Krankenhaus arbeitet und da eben über die alltäglichen Zustände berichten kann und dort dann auch vielleicht viel kleinteiliger, als wir das könnten, das aufarbeitet. Klar, wir können mal vielleicht eine Gastfolge zu so einem Thema machen oder so, aber jemand, der selber zum Beispiel in so einem Arbeitsbereich dann tätig ist, könnte natürlich in einem ganz anderen Umfang viel intensiver dann auf die verschiedenen Bereiche auch eingehen. Oder zum Beispiel ist es ja auch klar, dass wir als zwei Typen eben, das ist ja auch immer was ihr von uns wünscht, dass wir auch eben mehr Frauenstimmen oder queere Stimmen in dem Podcast bekommen, geben wir uns ja auch immer Mühe, aber natürlich haben wir auch unsere eigene Sicht dann und unsere eigene Sozialisierung auf viele Themenbereiche, wo es nun mal nochmal was ganz anderes wäre, wenn es jetzt zum Beispiel einen Podcast, der vielleicht sogar ein ähnliches Format wählt wie wir, aber eben aus einer Frauen- oder Queer-Stimme ist, auf die alle möglichen Thematiken blickt. Wir können natürlich immer nur ab und zu mal eine Plattform dafür bieten, aber das wäre ja nochmal was anderes, wenn es sowas geben würde. Ja, genau, richtig. Und da werden wir auch gleich nochmal bei Thema Inhalt und Form tiefer drauf eingehen können. Das vielleicht erstmal als so ein kleiner Überblick, was ihr euch da eben auswählen könnt, weil es ist ja auch ganz wichtig, eben bezüglich eurer Fähigkeiten und auch eures Umfeldes, in dem ihr eben den Podcast verwirklichen wollt, darüber nachzudenken, weil da sei vielleicht auch noch dazu gesagt, ihr, die jetzt dazuhört, die vielleicht auch in politischen Gruppen aktiv seid, es kann auch natürlich immer eine Möglichkeit oder eine sinnvolle Idee sein, dass eben innerhalb von einer Struktur zu verwirklichen. Podcasts sind zwar jetzt vor allem, wenn wir uns die erfolgreichen linksradikalen Projekte angucken, häufig auch eben an einer Person aufgehangen oder an zwei, drei Personen und drehen sich dann darum. Aber so wie es mit dem Podcast auch aus einem linksradikalen oder anarchistischen Spektrum anfing, war das ja häufig auch Gruppenprojekte. Und da müsst ihr natürlich ganz genau ausbaldowern, was ist da jetzt sinnvoll, wie funktioniert das? Weil das vielleicht nochmal kurz angeschnitten, es bietet einfach Vor- und Nachteile, das Ganze. Gerade wenn ihr alleine damit seid und vielleicht jetzt nicht den ganzen Support hinter euch habt, der das ermöglicht oder die eigenen Fähigkeiten, dann kann es auch sehr sinnvoll sein, sowas in einem Gruppenprojekt zu machen, weil man da eben auf einen großen, da werden wir auch gleich eingehen, technischen Fundus zurückgreifen kann. Aber gleichzeitig seid ihr natürlich dort dann auch an Gruppenentscheidungen gebunden. Und wir beide, das haben wir auch häufiger betont, wir schätzen es sehr, dass wir auch einfach mal, ohne dass so etwas dann auf eine Struktur zurückfällt, offener über auch kontroversere Themen in der radikalen Linken oder in der anarchistischen Bewegung sprechen wollen. Und das ist vielleicht auch was, was ihr am Anfang da mitnehmen sollt. Ihr sollt euch jetzt nicht den Kopf die ganze Zeit zerbrechen, wenn ihr diese Idee habt. Ganz häufig hilft es auch einfach mal zu machen. Aber behaltet unaufgeregt diese ganzen Sachen, wenn ihr dann dort auch eine Struktur oder ein Konzept ausarbeitet, im Hinterkopf. Dass das auch später was sein kann, was vielleicht dann euren Schaffensprozess behindern oder auch beflügeln kann. Kommen wir dann zur technischen Komponente des Ganzen. Ich denke, wir werden hier nur einen kurzen Überblick geben, weil wir haben uns das alles auch selber so ein bisschen do-it-yourself-mäßig erschlossen. Da gibt es ja auch ganz viele Videos im Internet, wo ihr euch auch informieren könnt. Wir haben uns ja für das Podcast-Format entschlossen, weil das eben ein Medium ist, was sehr viele Menschen erreicht und gleichzeitig vergleichsweise einfach zu realisieren ist. Also dass eben potenziell zumindest fast jeder und jede einen Podcast auf vergleichsweise professionellem Niveau im Wohnzimmer eben realisieren kann. Deswegen haben wir uns dazu entschlossen und uns dann auch gegen zum Beispiel Videogeschichten entschieden, auch wenn wir das natürlich mittlerweile auch machen, aber das ist natürlich viel aufwendiger, so Videos zu produzieren. Und für einen Podcast brauchst du im Prinzip so ein paar Basissachen, wenn du jetzt einfach nur deine Stimme aufnehmen willst, und das ist natürlich einerseits ein PC, ja, das ergibt sich ein bisschen von selbst, und vielleicht jetzt auch einen PC, der nicht fast auseinanderfällt, weil man braucht ja schon auch ein bisschen Rechenleistung, um dann auch so einen Podcast dann rendern zu lassen und so weiter. Und du brauchst natürlich Mikros. Das ergibt sich, denke ich, beides so ein bisschen von selbst. Bei dem Thema Mikro ist es auf jeden Fall eine wichtige Überlegung am Anfang, ob du dich für einen USB-Mikrofon entscheidest oder einen Klinkenmikrofon. Bei Klinke haben wir überhaupt keine Ahnung. Da können wir einfach gar nichts dazu sagen, weil wir mit USB-Mikrofonen arbeiten. Und bei USB-Mikrofonen, da kannst du auf jeden Fall für 150 Euro einen
sehr gutes Mikrofon bekommen. Die Mikrofone, mit denen wir aufnehmen, die kosten 150 Euro. Die können wir euch auch nochmal in die Beschreibung packen, falls euch das interessiert, was wir da verwenden. Aber da gibt es auch eine Krux. Also wenn du nur mit einem Mikrofon aufnimmst, dann ist das kein Problem, dann kannst du das einfach anschließen. Aber tatsächlich ist es so, dass wenn du zwei USB-Mikrofone an einen PC anschließt, dass es dann zu großen technischen Problemen kommen kann, weil das nicht vorhergesehen ist von Windows und so. Da haben wir mega lange rumprobiert und echt starke Probleme gehabt. Und tatsächlich, die Lösung, die wir gefunden haben, heißt VoiceMeter. Das ist dann ein Programm, womit du den eigenen PC so ein bisschen austricksen kannst und dann eben mit zwei Mikrofonen an einem Rechner eine Aufnahme machen kannst. Und aufnehmen tun wir mit Audacity. Das ist auch ein, genauso wie VoiceMeter, eben frei verfügbares Programm. Und Audacity, das ist dann auch das Bearbeitungsprogramm gleichzeitig. Das heißt also, du nimmst in Audacity auf, über VoiceMeter eben, und kannst dann die Sachen auch dann direkt da drin schneiden und bearbeiten. Und das ist auch sehr wichtig, weil ihr dürft euch das nicht so vorstellen, dass man einfach nur die Aufnahme macht und die dann halt direkt ins Internet rausstellt oder nur so das Gröbste bearbeitet, sondern es ist schon so, dass es auch bei, wenn ihr jetzt halt so ein ganz gutes Mikrofon, wie jetzt halt für so, was wir dann euch empfehlen, habt, müsst ihr das trotzdem nachbearbeiten. Da ist immer ein Rauschen drin und natürlich könnt ihr auch überlegen, ob ihr das dann so bearbeitet, dass auch irgendwelche Räuspereien, irgendwelche Ähms und komischen Satzbausteine, die ihr sonst noch so verwendet, der eben rausholt. Und wir machen das auch in der Regel bei uns nicht 100%, aber eben zum größten Teil. Wie Audacity und so funktioniert, das ist eigentlich auch relativ einfach. Da könnt ihr euch auch im Internet eben gute Erklärungen verholen. Wenn ihr bei irgendwas nicht weiterkommt, könnt ihr natürlich auch immer uns fragen. Gastfolgen kann man auch echt gut online aufnehmen. Da haben wir ganz okay Erfahrungen gesammelt mit Jitsi. Das ist so ein Open Source Chat, wo man eben auch einfach Audioaufnahmen dann machen kann und die direkt da drin aufnehmen kann. Und das ist die Qualität auch ganz gut und das kostet dann auch eben nichts. Was noch wichtig ist, ist, dass ihr, um einen Podcast hochzuladen und dann auch auf alle wichtigen Kanäle zu bringen, weil unserer Meinung nach, das kann man auch eigentlich direkt sagen, ist es auch super wichtig, dann halt auch eben die großen Kanäle zu bedienen. Also klar gibt es auch irgendwelche kleinen Kanäle, wo man sicherlich auch umsonst hochladen kann oder einfach auf seiner Webseite oder sowas. Aber das ist eben, dann hört das halt niemand. Und da gibt es halt auch ein paar echt ganz coole Projekte, zum Beispiel von Sabo44, das ist so eine anarchistische Gruppe aus Berlin. Die machen so richtig coole Hörspiele, also lohnt sich auf jeden Fall da mal reinzuhören als Empfehlung. Aber die laden das halt wirklich nur auf ihrer Webseite hoch und naja, so eine Webseite von irgendeiner anarchistischen Gruppe in Berlin, die hat wahrscheinlich nur sehr wenig Aufrufe und wenn eben das, was ihr dann produziert, vielleicht auch mit sehr viel Herzblut produziert, ihr eben nicht auf die großen Kanäle wie Spotify und vielleicht auch meinetwegen auch YouTube oder iTunes und was es halt sonst noch so gibt, hochladet, ja, dann macht es eben nicht so viel Sinn. Und damit ihr das machen könnt, braucht ihr tatsächlich einen Anbieter, wo ihr das hochladet, weil ihr könnt halt nicht einfach das irgendwo bei Spotify hochladen. Das mussten wir auch erstmal checken. Also es ist tatsächlich so, dass du einen Anbieter, zum Beispiel wie Soundcloud, den wir haben, brauchst, wo du dann deine Folgen hochlädst und du verbindest dann eben, jetzt in unserem Fall, das Soundcloud-Profil von uns mit dem RSS-Feed. Das verbindest du dann halt eben mit den anderen Plattformen. Also musst du dann einfach den RSS-Feed zum Beispiel bei Spotify eintragen und das passiert dann automatisch. Also du lädst es dann auf Soundcloud hoch und es geht automatisch auf 5, 6, 7 verschiedene Plattformen hoch und da musst du dann halt nichts mehr machen. Aber du brauchst eben diese Ausgangsplattform und die kostet auch Geld. Soundcloud kostet uns für ein Jahr 100 Euro. Es gibt da auch ein bisschen teurere und vielleicht noch ein bisschen günstigere Plattform. Bei Soundcloud fanden wir halt ganz gut, dass man es von da auch dann runterladen kann und das auch eine nicht komplett tote Plattform ist, wo auch Leute selber das darüber noch ab und zu hören. Und deswegen fanden wir das ganz gut, aber es gibt auch diverse andere Anbieter, da müsst ihr euch einfach mal informieren, was für euch am besten passt. Das ist eigentlich so eine ganz grobe Zusammenfassung, was ihr braucht. Ich denke, es ist ein überschaubarer Einsatz, den man da halt geben muss, sowohl vom Geld her als auch von der Zeit, je nachdem wie viel ihr produziert. Aber es bedarf auf jeden Fall einer Menge Einarbeitung, wenn ihr es einigermaßen professionell machen wollt. Aber dann ist es natürlich auch, wenn es einmal fluppt, dann fluppt es. Und viel wichtiger natürlich als noch bei allen anderen Medien, die noch mit anderen Sinnen arbeiten, ist dann das, was eben in einem Podcast so inhaltlich gesagt wird. Und da kann man gleich zum Anfang eine sehr wichtige Sache sagen, die auch für die Form gilt.
Und das ist nämlich, macht euch vorher Gedanken oder eher während eures kreativen Prozesses, was ist eure Zielgruppe? Wen wollt ihr mit diesem Podcast erreichen? Ganz häufig ist nämlich das Problem, dass dann Inhalt und Form nicht zusammenpassen oder dass man während des Ganzen dann mal unzufrieden wird, wie es läuft, wenn man sich fragt, ja, warum erreiche ich denn hier nicht die Leute, die eigentlich, das soll doch eigentlich ein Podcast für alle sein. Das ist ganz wichtig, immer zu überlegen, ist das, was ich da gerade eigentlich produziere, auch passend für die Leute, die ich erreichen möchte. Ganz viele Leute machen sich auch gar keine Gedanken darüber. Es werden ganz viele Projekte einfach nach außen gebracht und es wird dann gedacht, ja gut, der Anarchismus, der ist doch eigentlich eine politische Theorie für alle Menschen, das ist doch unsere schwarz-rote Fahne der Menschheitsbefreiung, die voranweht und für alle gilt. Und wir sprechen doch inhaltlich auch alle Leute an, aber so ist es nun mal ganz häufig nicht. Und gerade bei anarchistischen oder linksradikalen Medienprojekten merkt man es einfach besonders stark, weil irgendwelche kleinen Demos, irgendwelche kleinen Infotische oder Kundgebungen, die kann man abtun mit, naja, hier, das machen sie da wieder für sich selber. Aber gerade bei dieser medialen Produktion von Podcasts oder auch anderen Medienprojekten ist ja ganz offensichtlich, dass man hier mal versucht, wir packen es ins World Wide Web und wir wollen damit die Leute draußen erreichen. Deswegen bei Inhalt, um jetzt mal auf diesen Punkt vor allem einzugehen, macht euch klar, was wollt ihr da sagen und wen wollt ihr damit erreichen? Und das heißt auch, wählt euch die Themen so aus. Ein Beispiel hier bei uns, wie wir das gemacht haben. Ist ja auch etwas, was wir schon häufiger, gerade auch in den ersten Folgen, immer mal wieder angesprochen haben. Wir haben die Themen so gewählt, weil wir eben diese Mischung machen wollen aus eben sehr einfachen, einführenden Sachen zu einem bestimmten Thema und dann auch immer mal wieder ein paar Folgen, die darüber hinausweisen. Wir haben eben gesagt, unser Podcast soll sowohl die eigene Bewegung ansprechen, als auch, und das war uns am wichtigsten, eben alle Leute, die möglicherweise da draußen an anarchistischer Politik interessiert sind. Und so haben wir uns dann auch unsere Themen gewählt und was wir dort inhaltlich sagen. Ja, ich denke, wenn man jetzt zum Beispiel einen Podcast machen möchte, der explizit sich an bisher gar nicht politisierte Leute richtet, dann müsste man das auch nochmal ganz anders aufziehen, als wir das zum Beispiel machen. Ich denke schon, dass unser Podcast sich eben an die unpolitisierten Leute, die vielleicht mit einem linken Bauchgefühl durch die Weltgeschichte laufen und so ein paar Grundannahmen schon im Kopf haben, bis hin eben auch zu eingefleischteren Leuten richtet. Wenn man jetzt wirklich ein Podcast-Format machen möchte, womit ich einfach, was ich so ganz jedem und jeder an die Hand geben kann, und ich würde schon sagen, es gibt echt einige Folgen und Aspekte von unserem Projekt, wo das auch geht und wo wir das auch wissen, dass das Leute in der Familie oder zum Beispiel in unserem Podcast eben weiterreichen und dass das auch funktioniert, dass auch Leute das ansprechend finden, ne? Aber wenn ich das so richtig so gestalten will, dass das wirklich in einem breiteren Maß gelingt, dann müsste man auch nochmal viel mehr Energieschmalz da reinstecken. Aber das heißt, wenn ihr zum Beispiel, ich nehme jetzt mal irgendwas Überspitztes, vor allen Dingen für die vegane Community einen Podcast machen wollt, dann beschäftigt euch halt eben damit, wie da die Leute aufgestellt sind, was die Leute sich da eben wünschen. Und dann ist das auch, denke ich, nochmal was Einfacheres, als jetzt die gesamte Gesellschaft zu erreichen in so einem überschaubaren Milieu, was ihr vielleicht eh schon selber gut kennt. Und vegane Community ist da auch ein gutes Stichwort. Es ist auch wichtig, das Ganze zu bedenken, damit man eben nicht während des Ganzen dann enttäuscht ist. Weil je nachdem, für wen ihr produziert, habt ihr eben auch nur eine bestimmte Anzahl an möglichen HörerInnen, die euren Podcast gut finden werden. Das ist auch etwas, was wir häufiger schon mal gedanklich durchgespielt haben, weil irgendwann kam dann dieser Moment, dass man festgestellt hat, warte mal, wie ist das eigentlich bei uns, wenn wir irgendwann dieses Plateau erreichen von, wir haben jetzt eben diese für uns aufgeschlossene anarchistische Bewegung in Deutschland abgeklappert und ab da kann das Wachstum eben nur noch über die Leute hinaus passieren, die irgendwie Interesse an anarchistischer Politik haben. Das ist auch was, was ihr einfach im Hinterkopf behalten solltet. Natürlich, es gibt keinen Podcast für alle Menschen. So, das wird es einfach nicht geben. Es wird ein paar populärere geben, aber ihr werdet nie euren Podcast so breit aufstellen können, dass alle in irgendeiner Form Interesse daran haben. So ist das nun mal mit Medien. Wir alle haben unsere Vorlieben, wir alle haben unsere Hörgewohnheiten. Ganz viele haben vielleicht auch überhaupt kein Interesse an diesem Medium-Podcast. Und natürlich wird es auch einfach das, was ihr da inhaltlich sagen wollt, ab irgendeinem Punkt verwässern. Das ist auch wichtig bei dem Inhalt. Natürlich müsst ihr irgendwie diesen Trichter spannen, dass es eben nur für bestimmte Leute ansprechend ist. Oder das passiert ganz natürlich.
Aber ihr müsst eben inhaltlich auch klare Standpunkte vermitteln, um nicht einfach nur langweilig zu werden. Das ist jetzt vielleicht für einen Interview-Channel, der primär Gastfolgen macht, nicht so relevant. Aber gerade für eben Einzelprojekte oder Talkprojekte wie bei uns, wo Gastfolgen eher die Ausnahme sind, ist das ganz zentral, um inhaltlich auch spannend zu sein. Also traut euch da auch einfach, mal auf eine gut vermittelte Art und Weise kontrovers zu sein, ohne in die Falle von eben dauerhaften Positionierungen einfach nur in kontroversen Konflikten zu fallen. Weil eins kann ich euch sagen, das wird euch dann irgendwann in den Arsch beißen. Genau, ein inhaltliches Profil, woran man dann auch so einen Podcast eben erkennt und woran man dann eben sagen kann, okay, die stehen da und dafür, die haben so grob die Position, das ist, denke ich, schon eine wichtige Geschichte. Generell, was auch so ein Punkt ist, wo viele Leute uns eben ansprechen und viele Leute sich das fragen, wie aufwendig das eben ist, so einen Podcast zu produzieren und was halt dann für so eine Arbeit hintersteckt, so inhaltlich das alles vorzubereiten. Das hängt dann, denke ich, auch sehr stark davon ab, was ihr da macht und was ihr da auch für einen Anspruch drin habt. Das kann man, denke ich, an unserem Projekt auch gut so festmachen, weil es gibt eben Folgen, so wie im Prinzip die heutige, wo wir gar nichts für vorbereitet haben und wo wir einfach so drauf losreden. Und es gibt auch bestimmte Themen, wo wir das auch einfach können, weil wir da halt irgendwie recht viel drüber wissen oder uns damit beschäftigt haben oder auseinandergesetzt haben. Und das wird euch auch so gehen. Es wird auch Themen für euch geben, wo das auch so ist, wo ihr einfach drauf losreden könnt. Und dann gibt es eben einfach Themen, wo man sich länger einarbeiten muss. Da hängt es dann einfach auch davon ab, was ihr da macht und mit welchem Anspruch ihr da dran geht. Und alles andere, so wie man dann halt eben die ganzen Sachen formuliert und wie sich das eben anhört, das kommt auch mit der Zeit. Also das ist vielleicht auch nochmal so eine wichtige Angelegenheit, die jetzt vielleicht nicht direkt zu Inhalt passt, aber so dieses einfach Form. Ja, die passt eher zur Form, ja, stimmt. Aber wir gehen ja so ein bisschen darin auch über, also dieses Reden können und dieses Freireden können, das haben wir auch einfach so krass gemerkt, dass das einfach mit der Routine passiert. Vielleicht um euch auch noch etwas zum Inhalt an die Hand zu geben, was uns am Anfang auch geholfen hat, ist vor allem für die ersten Folgen, sprecht einfach über das, wo ihr schon Ahnung von habt oder wo ihr sowieso schon eine große Passion für habt. Das steckt natürlich hinter jedem Projekt, aber ich würde auch behaupten, so etwas wächst einfach damit. Wir haben ja auch ganz viele Interessen im Endeffekt inhaltlich entwickelt über den Podcast, dass wir gesagt haben, warte mal, das ist ja tatsächlich spannend, das auch nochmal aus einer anarchistischen Perspektive zu betrachten und auch sehr viel inhaltlich dazu gewonnen. Aber euch jetzt am Anfang schon mit Arbeit zu überladen und zu sagen, dazu muss ich jetzt was sagen, dazu muss ich jetzt was sagen, dazu muss ich jetzt was sagen, das kann sehr schnell überwältigend sein und dann auch einfach dazu führen, dass man dann ein halbes Jahr irgendwie an einer Folge dranhängt und dann eben unregelmäßig veröffentlicht. Und das haben wir ja auch schon häufig gesagt, Regelmäßigkeit ist da der Schlüssel. Regelmäßigkeit heißt nicht unbedingt, dass ihr wie wir einmal die Woche einen Podcast raushaut. Das, was wir machen, ist tatsächlich von der Frequenz sehr unüblich und das solltet ihr euch auch nicht direkt als Maßstab nehmen. Aber es ist wichtig, dass Leute sich eben auf euch und euer Projekt da verlassen können. Deswegen, kurz gesagt, um nochmal von diesem Frequenzpunkt auf das Erste, was ich gesagt habe, überzugehen, nutzt die Synergieeffekte mit dem, wozu ihr schon arbeitet und wovon ihr Ahnung habt. Weil Vorarbeit ist nicht nur das, wo wir uns dann mal eine Woche beispielsweise einfach einlesen oder wo wir dann vor einer Folge ein paar Stunden drüber diskutieren. Vorarbeit ist auch all das, was ihr sonst im Leben geleistet habt, was ihr an politischer Arbeit gemacht habt, was ihr an Theorie gelesen habt, was für Gespräche ihr mit Leuten geführt habt. Das ist alles die Vorarbeit. Und im besten Fall könnt ihr die mit eurem Projekt nutzen und in einer sehr produktiven Form den Menschen auf der Straße beziehungsweise vor ihren Endgeräten zugänglich zu machen. Und vielleicht noch ein kleiner Tipp zum Abschluss vom Inhalt. Macht euch nicht eine zu ausufernde Notiz dafür. Damit meine ich jetzt, je nach Thema, wenn man das sehr komplexe Thema hat, kann man natürlich auch eine längere Notizzettel halt haben. Aber womit wir wirklich sehr schlechte Erfahrungen gemacht haben, ist das so vortragsmäßig aufzuziehen, weil ein Podcast ist kein Vortrag. Das ist halt leider auch was, was manchmal Linke so ein bisschen verwechseln. Und wir denken halt eben, dass es halt ein lockeres Format sein soll und dementsprechend auch nicht immer alles on point sein muss. So, man kann auch einfach mal irgendwo ein bisschen Kacke labern oder mal ein bisschen neben der Spur sein oder mal sagen, oh ja, da weiß ich jetzt auch nicht mehr weiter. Das gehört dazu. Das macht ja auch dann Podcast aus, dass man so ein bisschen nah dran ist an den Menschen und dann auch mal mitbekommt, okay, da geht's jetzt gerade nicht weiter oder so. Das ist alles kein Problem und in Ordnung. Wenn ihr euch da mit so einer riesigen Mappe hinsetzt und einfach nur so einen inhaltlich korrekten Text runterstottert, der aber am Ende dann uninteressant für die Leute ist, weil das halt einfach
von der Form her, was uns dann ja zum nächsten Punkt jetzt eben noch bringt, wirklich uninteressant ist, dann bringt das eben auch nicht viel. Ja, und genau da ist dann die Frage, was wollt ihr eben für euch und für eure Zielgruppe? Was könnt ihr gut? Weil du hast es gerade gesagt, was für viele Leute uninteressant ist. Das ist sicherlich auch für uns einfach nicht so spannend. Und ich würde auch sagen, für die breite Masse ist das nicht das, was sie von einem Podcast wollen. Wenn wir uns jetzt angucken, was für Podcasts wirklich erfolgreich sind. Aber natürlich gibt es auch Leute, die so etwas einfach ansprechend finden von der Art und Weise, wie dann etwas da vorgetragen und formuliert wird. Wenn wir uns anschauen, die mit am besten laufenden Folgen von 99:1, jetzt mal abgesehen von sowas wie Wohlstand für alle oder Özgeschmötzge-Folgen, das sind ja die mit Leuten von eben der Gruppe K, die dann häufig auch sehr vortragsmäßig vorgetragen werden. Manche Leute können so etwas eben gut so vermitteln und das ist dann auch ansprechend. Da müsst ihr dann wirklich schauen, wo liegen eure Stärken in der Form. Auch nicht alle können einfach einen entspannten Laber-Podcast machen, wo hier und da mal irgendwie ein Witz fällt, weil es einfach nicht ihrer oder eurer Art entspricht. Und da ist es dann eben ganz wichtig, einfach auch euch klar zu werden über eure eigenen Stärken und vielleicht auch einfach während des Podcasts kreativ ein bisschen ausprobieren, weil das kann auch helfen, sowohl inhaltlich als auch in der Form einfach mal am Anfang sich so ein bisschen zu finden, weil das brauchten wir auch in vielerlei Hinsicht. Und apropos Witz, das wäre jetzt ja zum Beispiel auch eine Idee für eine Form, die es so noch gar nicht so gibt. Warum nicht einen anarchistischen oder linksradikalen Comedy-Podcast oder ein Podcast, der sehr viel Fokus darauf legt, Satire zu machen oder was zum Beispiel auch, wenn man jetzt so neben so Comedy-Sachen denkt, was sehr, sehr gut läuft in so einem Podcast-Game auf so einer Massenebene, ist auch so Crime-Geschichten oder so. Auf einer Papierform gibt es ja relativ viel so Krimi, anarchistische Krimi-Geschichten, aber in einem Podcast-Format gibt es das ja noch gar nicht und das ist nur mal so als ein Eindruck. Das kann ja auch was völlig anderes noch sein. Ich denke, das Podcast-Format ist halt eben sehr variabel und da können halt wir alle irgendeine Form für uns finden, wie wir uns am besten ausdrücken. Wichtig ist natürlich auch, dass das Ganze, dass ihr einen Anspruch einfach habt, dass das Ganze ansprechend ist von der Form her. Überlegt euch wirklich, ob es jetzt der Schrammelpunk am Anfang im Intro sein muss oder muss es immer alles Barrikadas im Intro sein oder so. Also einfach so ein bisschen wegzukommen von so eingetretenen Faden, von so ganz krasser Szeneaufbereitung hin auch zu etwas, was euch sonst vielleicht noch liegt und was dann gleichzeitig auch vielleicht noch ein bisschen ansprechender ist. Klar, kann auch ein anarchistischer Metal-Podcast, kann natürlich auch, wenn er dann speziell auf diese Zielgruppe auch zugeschnitten ist und speziell in dieser Hinsicht halt auch was macht und da drin lebt und sich befindet, was sein. Aber wenn ihr eben, und das ist ja meistens der Fall dann, wie du es ja auch schon mal ausgeführt hast, wenn ihr eben den Anspruch habt, auch Leute wirklich zu erreichen, auch über so eine Subkultur hinaus oder über so einen bestimmten Bereich hinaus, dann solltet ihr auch euch wirklich dann einiges an Hirnschmalz da reinsetzen, hohes Maß an Professionalität oder so ein hohes Maß an Professionalität zu erreichen, wie es euch möglich ist und das eben ansprechend zu gestalten von der Form her. Und du hast gerade kurz einen Punkt angerissen, den ich gar nicht genug betonen kann, weil er halt im Endeffekt so einen kleinen Teil des Podcasts ausmacht und meiner Meinung nach so häufig unterschätzt wird. Und das ist der Jingle oder halt etwas Vergleichbares im Intro, was euch einfach abhebt, weil diese ersten paar Sekunden sind für ganz viele Menschen, gerade die, die neu auf euch stoßen, ganz entscheidend. Da kann der Inhalt, der danach kommt, noch so gut sein, wie ihr wollt. Aber wenn es einfach, wenn ihr beispielsweise mit 2-3 Leuten eurem Podcast macht und danach kommen die besten Ausführungen, die man je gehört hat zum Thema Ukraine-Krieg oder Analyse des politischen Systems in der BRD, aber davor labert ihr einfach ein bisschen irgendwie zwischendurch und dann kommt irgendwie noch ein, ja, hallo, heute auch herzlich willkommen zu unserem Podcast. Ach ja, heute sprechen wir übrigens über, das catcht die Leute nicht. Ihr müsst sie am Anfang einfangen und das merkt man auch, die besten Podcasts, natürlich gibt es auch ein paar, die so groß sind, die dann einfach, bei denen das nicht mehr so relevant ist, aber die besten Podcasts haben da am Anfang schon einen sehr hohen Wiedererkennungswert. Und deswegen überlegt euch einfach etwas, was ein bisschen einmalig ist. Das muss jetzt nicht unbedingt ein komplett für euch komponierter Jingle oder ein eigenes Lied sein oder was, aber überlegt euch was, was euch da ein bisschen abhebt und was eben ansprechend ist für eure Zielgruppe. Hört auch nochmal bei uns in die erste Folge rein, dann irgendwann so in die Mitte, irgendwie Folge 20 oder so und dann nochmal jetzt in die aktuellen Folgen, so Richtung Folge 60. Wir haben ja ganz am Anfang, die ersten 3 Folgen, haben wir gar kein Intro gehabt, da labern wir auch einfach drauf los, das ist einfach grauenvoll.
Dann in der Mitte haben wir ja so einen selbstgebastelten, der eigentlich ganz cool ist, aber Copyright-Probleme hatte. Von Disco Elysium. Von Disco Elysium, dem Videospiel. Und dann später eben das dann auch komponierte von einem Genossen aus der Community. Nochmal danke dafür. Und so könnt ihr euch natürlich auch entwickeln. Ihr solltet vielleicht nicht den gleichen Fehler machen wie wir, dass ihr in der ersten Folge einfach nur drauf losbrabbelt, weil einfach nach wie vor Leute hören halt noch unsere erste Folge. Teilweise stoßen die Leute auf uns, hören die erste Folge und denken sich, was ist das denn? Und hören dann gar nicht mehr weiter rein, weil sie dann nicht, dass die Professionalität halt eben sich vertausendfacht hat, so in etwa dazu. Und das ist schon ganz wichtig, dass man da von Anfang an sich das so überlegt und nicht wie wir so ein bisschen drauf lospoltert. Aber man kann sich dann natürlich auch steigern und das werdet ihr auch, das ist ja klar. Ja, vielleicht noch ein spezifischer Tipp auch, weil wir reden ja auch viel generell, wie wir das mit dem Intro machen, wo ich einfach denke, dass es gut funktioniert. Das ist etwas, was wir uns ein wenig von Clanland abgeschaut hatten. Das war ein Podcast, in dem Steiger und so ein anderer Dude, der aus einer libanesisch-kurdischen Großfamilie kam, dann eben über das Thema libanesisch-kurdisch oder türkisch-arabisch, wie auch immer man das jetzt nennen mag, Großfamilie in Deutschland gesprochen haben. Und da ist es dann einfach so, dass am Anfang immer ein paar, sagen wir mal, besonders hervorstechende Momente oder besonders hervorstechende Aussagen aus dem Podcast eben mit Musik unterlegt da vorne reingepackt werden. So haben wir es dann auch gemacht. Und ich denke, das ist auch einfach was, was Leuten mit einem guten Jingle einfach Lust auf das Ganze macht. Oder ihr könnt auch theoretisch sowas machen mit irgendwie, wir sprechen heute über, und dann macht ihr da einfach ein paar anregende Sachen. Da gibt's unterschiedliche Möglichkeiten. Aber wie gesagt, versucht das, was in dem Podcast danach kommt, einfach gut am Anfang zu verkaufen. Ja, vielleicht noch eine Sache zur Form. Ich denke, was ja auch sehr wichtig ist, ist dieser ganze Bereich Bewerbung und wie das über auch das Audio hinaus wirkt, das Projekt. Da gibt's natürlich ganz unterschiedliche Arten und Weisen. Die verschiedenen Kanäle, besonders gut für politische Sachen, ist natürlich entweder Instagram oder Twitter. Twitter sind wir selber nicht. Das liegt einfach daran, dass wir überhaupt keinen Bock haben auf den ganzen Sumpf, der da ist, und dann da das Ganze rumgehate und so. Da einfach auch das Ganze mit Social Media Kanälen zu verbinden, ist, denke ich, sehr wichtig. Und diese sollten halt auch eben gut aufbereitet sein. Wir haben das dann für uns halt entschieden, dass wir das auch noch mit so einem Influencing Game halt verbinden, dass wir halt auch so ein bisschen unser Leben darstellen und so ein bisschen was daraus zeigen und daraus dann probieren, auch so Synergieeffekte für den Podcast natürlich auch letztendlich zu ziehen. Das ist natürlich an euch überlassen, da gibt es verschiedene Mittel und Ideen, und ich denke, wir fassen jetzt nochmal am Ende nochmal ein paar Eckpunkte zusammen, die uns wichtig sind. Ein paar haben wir schon genannt und ein paar werden wir jetzt noch in den Eckpunkt nennen, die wir noch nicht gedroppt haben. Ja, und da nehmen wir doch einfach direkt für den Anfang, so wie der Podcast auch anfängt, das auf, was ich gerade gesagt habe. Macht selber oder lasst euch ein professionelles Intro machen, denn die ersten Sekunden sind da vielfach entscheidend. Ja, entwickelt ein klares Profil mit eurem Podcast auf allen Ebenen, egal ob inhaltlich, von der Form her, von euren grundsätzlichen Aussagen und wie ihr das Ganze bewerbt. Dazu sehr passend, passt euch mit eurer Form an eure Zielgruppe an und produziert authentischen Content, redet authentisch. Und versucht nicht etwas zu spielen, was ihr nicht seid, was auch einfach Leute merken werden. Veröffentlicht regelmäßigen Content. Und das muss nicht unbedingt bedeuten wie bei uns. Du hast es ja gerade schon mal im Podcast selbst gesagt. Ja, es muss nicht jede Woche sein oder noch häufiger. Es gibt ja auch Formate, die noch häufiger produzieren. Es kann auch sein, dass ihr nur eine Folge im Monat rausbringt, aber dann sollte das auch schon ein Kracher sein. Ihr braucht irgendeine Form von Regelmäßigkeit, die ihr auch nach außen kommuniziert, wo klar ist, okay, es kommt mindestens ein Video im Monat oder ein Podcast im Monat zum Beispiel. Aber wenn ihr dann eben so wenig produziert, also zum Beispiel nur einen Podcast im Monat, was eben das Mindeste eigentlich sein sollte, was ihr produzieren solltet, weil sonst gerät es einfach in Vergessenheit, dann sollte es auch ein Kracher sein und sollte es halt auch wirklich eine große Qualität halt haben. Und wenn ihr denkt, das ist nichts für euch und ihr nicht darum geht, jetzt einfach nur quantitativ irgendwas rauszuhauen, aber dass ihr eben sagt, okay, ich bin jetzt vielleicht nicht in der Lage, die einmal im Monat eine tiefgehende philosophische Analyse über das Kapital oder so abzuliefern, dann lieber vielleicht 2 Folgen im Monat, wenn das zu eurem Time-Management passt und etwas geringere Qualität, aber dann halt eben auch diese Regelmäßigkeit und vielleicht auch noch kürzere Folgen oder so, wenn das für euch in eurem Zeitplan nicht passt. Aber einmal in der Woche haben wir auch an sich eine gute Erfahrung gemacht, aber das ist natürlich auch eine Sache, die sehr zeitraubend ist und wo nicht alle von euch das einfach können, das ist klar. Und auch für uns ist das natürlich nicht unanstrengend.
Ein anderer wichtiger Punkt, den wir mit unterschiedlichen Stichpunkten auch schon während der Folge angesprochen haben, ist, arbeitet kontinuierlich an der Professionalität eures Projektes. Und Professionalität ist ja nun wirklich ein Wort, was häufig rumgeworfen wird und womit sich viele dann eben gerne schmücken. Ah, das machen wir ja schon recht professionell, oder das scheint mir ja wirklich professionelle politische Arbeit zu sein. Aber da muss man sagen, Professionalität kann eben nach dem Inhalt und der Form, die ihr euch wählt, sehr unterschiedliches sein. Da ist vielleicht dann auch einfach gut, dass ihr euch eben mal ein paar Punkte macht. Womit will ich hin mit dem Projekt? Was ist es, was ich wirklich daran schätze und was ich denke, was die Leute auch wirklich hören wollen? Dann macht euch zur Aufgabe, diese utopischen Punkte, so gut es geht, über den Verlauf zu erreichen. Arbeitet an euch, arbeitet an eurem Projekt. Das ist jetzt wirklich das, womit ihr revolutionäre Arbeit nach außen in die Massen tragt. Das, was viele von euch sich wahrscheinlich schon immer in ihrer Arbeit gewünscht haben. Und deswegen habt ihr auch verdammt nochmal die Pflicht, da einen guten Anspruch dran zu haben, egal wie ihr das Ganze dann später professionalisiert. Ihr sprecht nicht nur für euch selber da, sondern ihr sprecht für eine ganze Bewegung. Joshua kommt hier wieder mit der großen Pflicht um die Ecke zum Ende von der Aufnahme. Sehr schön. Und was wir auch wichtig finden, tretet offen auf, am besten mit Gesicht. Ein offenes Auftreten muss ja nicht zwingend das eigene Gesicht und jetzt das eigene Leben nach außen tragend sein. Wir finden das schon gut, weil einfach die Identifikation mit Ideen auch einfach über Gesichter und Persönlichkeit und Geschichte und so weiter funktionieren. Aber es gibt sicherlich auch andere Formen von, dass man in Lage ist, gut und offen aufzutreten mit einem entsprechenden Format. Aber irgendwelche Hasskappe-Geschichten sollten vielleicht eher vermieden werden. Ja, und damit kommen wir auch zum letzten Punkt heute. Und das ist nämlich, macht euch Gedanken über die Bewerbung und die Verbreitung eures Podcastes. Weil niemandem nützt das Ganze, wenn es auf irgendwelchen kleinen linksradikalen Medienprojekten versauert oder auf der Blogspot-Seite oder jetzt Blackblocks-Seite eurer lokalen anarchistischen Gruppe. Wir haben den Weg eben gewählt, wir sind auf die großen Plattformen gegangen, weil dort einfach auch die größere Hörerinnenschaft auf uns gewartet hat und wir wussten, dass wenn wir eben über diese engen Bewegungs- und Szenegrenzen hinaus wollen, dann müssen wir eben darüber gehen. Und deswegen überlegt euch vielleicht auch etwas, wie wir es gemacht haben, ob es nicht eine Möglichkeit gibt, das eben mit einem anderen Projekt zu verbinden, worüber die Bewerbung funktioniert. Beispielsweise bei uns ist das ja eben der Instagram-Account. Wir nutzen den ganz aktiv, um eben unser Kernstück dieses Medienprojektes, nämlich unser Podcast, den ihr gerade hört, zu bewerben. Und das funktioniert sehr gut. Das kann aber auch unterschiedliche Formen annehmen. Das kann beispielsweise auch die politische Arbeit und der Online-Auftritt eurer lokalen anarchistischen Gruppe sein, wenn ihr eben sagt, wir machen das hier als ein Gruppenprojekt. Das kann natürlich aber auch sein, dass ihr euch nur auf den Plattformen selber wiederfindet und dort auch einfach aktiv Community-Building betreibt. Beispielsweise bei YouTube, wenn ihr euch jetzt dafür entscheiden würdet, wie manche Podcasts das auch machen, viel auf YouTube zu machen und das dann noch auf Spotify oder woanders hochzuladen, kann man auch auf YouTube dieses Community Building betreiben. Aber ein Podcast, der einfach nur so existiert, wird es deutlich schwerer haben als einer, der irgendwie eine vernünftige und kontinuierliche Form von zusätzlicher Bewerbung hat. Weil dazu kommt eben auch der andere Punkt mit dem tretet offen auf. Es geht halt dort auch einfach um eine Art Charakterbildung. Und im Podcast ist das tatsächlich etwas schwieriger, als wenn noch die visuelle Komponente bei einem YouTube-Videoprojekt dabei ist. Deswegen macht euch auch darüber Gedanken, dass es eben nicht nur um die Folge selber geht, sondern auch um das, was darum passiert. Ja, und das muss ich auch nochmal so deutlich sagen. Es ist ja schon, je nachdem, was wir das Projekt gestaltet, aber jetzt zum Beispiel in unserem Fall einfach ein ziemlich großer Aufwand. Die Vorstellung, dass das dann halt niemand hört, das hat uns halt, würde mich halt wahnsinnig machen. Und ich weiß auch noch ganz am Anfang von unserem Projekt, da haben wir uns auch so ein grobes Ziel gesetzt oder so ein, okay, wir gucken halt, wie das läuft. Und wenn das jetzt halt zu schlecht läuft, also wenn das zu wenig Leute wahrnehmen, dann stellen wir das auch ein, weil das einfach sonst zu viel Aufwand ist. Und erst als wir gesehen haben, dass es von Anfang an eine gewisse Anzahl an Leuten auch wirklich hören, und da kann man natürlich auch ein bisschen Zeit verlassen, ein, zwei Monate, drei Monate, vier Monate, fünf Monate ins Land ziehen lassen, um dann zu gucken. Aber tut euch selbst einen Gefallen, weil ihr wollt doch auch mit euren Inhalten etwas bewegen und wollt doch auch Menschen halt erreichen. Wozu machen wir es denn sonst? Wenn wir es nur für uns selber irgendwie produzieren, dann brauchen wir es doch gar nicht erst zu machen. Und dafür ist es einfach zu aufwendig, was es dann letztendlich doch bedeutet und zu viel Herzblut schickt dann da drin, als dass es einfach irgendwo in einer Kiste versauert, wo es niemand mitbekommt. Okay,
Ich würde sagen, damit haben wir wahrscheinlich euch dann viele wichtige Tipps dann an die Hand gegeben. Ansonsten ist es natürlich aber auch so, das ist hier kein Abschluss-Guide, wie man das eben macht, sondern das ganze Projekt ist natürlich auch nur ein Anreiz von uns zu zeigen, wie es möglich wäre. Wir wollen das auch. Wir wollen das auch. Ja. Wir wollen auch eben mit so einer Folge wie heute und auch mit anderen Punkten, wir wollen, dass es mehr Medienprojekte gibt. Und wir wollen auch mit unserer Erfahrung beitragen und unserer Arbeit beitragen, dass es mehr Medienprojekte gibt. Weil nur, wenn es halt eine Fülle an Projekten gibt, können wir wirklich breitere gesellschaftliche Teile erreichen. Und dazu wollen wir euch eben auch ermutigen. Und ihr seid immer eingeladen, euch bei uns zu melden. Wir helfen euch immer gerne, auch euer Projekt zu realisieren oder noch mehr Tipps zu geben und vielleicht dann auch im Stream jetzt diese Woche. Da könnt ihr uns natürlich auch gerne eure Ideen einfach mal mitteilen. Vielleicht gibt's ja auch ein paar Leute von euch, die bis zu der jetzigen Folge lange mit dem Gedanken gespielt haben und das jetzt nochmal so der letzte kleine Anstoß ist, dann doch Flügge zu werden. Und darüber hinaus muss man natürlich neben dem irgendwie, wir können nicht alle Leute erreichen mit unserem einen Projekt, auch sagen, dass eine große Schwäche von dem Fehlen von den vielen unterschiedlichen Medienprojekten ist, dass auch einfach diese Synergieeffekte unter dem Podcast fehlen. Richtig. Weil das sieht man eben ganz viel in aktiveren Communities und auch der Community, wo wir uns oder vor allem ich auch viel für diesen Podcast mitgenommen haben in den Vereinigten Staaten mit BradTube beispielsweise, wo es einfach sehr starke Synergieeffekte unter den einzelnen Content-Creatern gibt, was bei uns einfach noch sehr in den Kinderschuhen steckt. Und deswegen, falls ihr dieses Projekt liebt und auch die Schlagrichtung, in die wir eben gehen, mit dem Aufbau von solchen Medienprojekten auch gut finden, dann ist eigentlich das Beste, was ihr machen könnt, um dieser ganzen Entwicklung mitzuhelfen, selber aktiv zu werden, selber Projekte zu starten. Das vielleicht auch nochmal zum Schluss, weil auch wir haben sehr viel Zeit gebraucht, um uns überhaupt darauf einzustellen, das jetzt zu machen. Wir haben sehr viel auch darüber nachdenken müssen, wir haben sehr viel Mut dafür gebraucht, das dann so durchzuziehen, weil es ist natürlich auch einfach mit sehr vielen Ängsten verbunden, gerade die politischen Ansichten, gerade aus der anarchistischen Bewegung, das dann einfach mal online zu stellen und auch mit einem selber zu verbinden. Das kann ich wirklich nur zu gut nachvollziehen. Ich möchte euch wirklich sagen, probiert es einfach aus, weil auch wenn dieses Projekt dann irgendwann scheitert, und das ist auch das, was man eben nicht so viel mitbekommt, es ist nicht so, dass all das, was man dann da irgendwie anfängt, unbedingt erfolgreich sein muss. Man kriegt nicht die ganzen Kanäle mit, die ganzen Podcasts, die eben das nicht schaffen. Aber lasst euch dann nicht davon verrückt machen. Probiert euch einfach aus. Versucht es, weil nur so könnt ihr wirklich wissen, ob es dann auch eben in dem Fall von so einem Kanal möglich ist. Und falls es dann wirklich nichts ist, lasst euch nicht davon verrückt machen, denn im Endeffekt das Schlimmste, was euch passieren kann, ist, dass es einfach niemand mitbekommt. Ja, toll. Okay, also mit diesen ermutigenden Worten verabschieden wir uns dann von heute und hier. Wir hören uns in der nächsten Folge, sehen uns im Livestream und auf bald. Glück auf. Glück auf.